Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Minecraft Galactic Science. Ich habe hier schon unseren neuen Freund, den Roboter, in der Hand, den guten Peabody, und würde allerdings gerne, bevor wir damit beginnen, den zu programmieren, das machen wir nämlich heute, erstmal kurz in unser Questbook schauen. Wir haben nämlich schon jede Menge Quests. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Wir haben hier 14 Quests irgendwie schon erfüllt. Und keine Sorge, wir gehen nicht alle durch. Mir geht es hauptsächlich um diese hier unten in the End, denn dort bekommen wir Endstone für unsere Ender-Lilies. Ja, und das würde ich wahnsinnig gerne schnell mal abschließen, damit ich das schon mal drunter packen kann. Denn Enderperlen werden wir ja, wie gesagt, noch jede Menge brauchen. Die Quest an sich war ja ganz einfach, nachdem wir dann Netherquarz hatten, 10 Stück, ist erstmal kein Problem. Unser Barrel musste ich sogar schon upgraden, ja, das war schon randvoll mit Netherquarz. Und hier ein Tipp noch, ihr habt hier die Möglichkeit zwischen einem Star Harvester und dem Solar Panel Tier 1 zu wählen. Tier 1 hört sich jetzt nicht so cool an, aber nehmt es unbedingt, denn erstens können wir das upgraden, ja, dann wird es natürlich entsprechend besser, weil Tier 1, damit können wir nicht wirklich was anfangen, aber das wird dann noch richtig gut. Und vor allem, was wesentlich wichtiger ist, es gibt für Solar Panel 1 kein Rezept. Ja, und das ist aber Voraussetzung für alle anderen Tiers. Das heißt, ihr habt genau hier die Möglichkeit, so ein Solar Panel zu bekommen, um das dann entsprechend abzugraden. Wenn ihr hier das Falsche wählt, war es das erstmal. Dann müsst ihr leider auf dieses Item verzichten. Und das möchte ich auf jeden Fall upgraden, weil da kommt dann schon ordentlich Strom raus und gerade auf irgendeinem anderen Planeten oder so ist ja nicht verkehrt, einfach so ein bisschen Solarenergie zu bekommen. Ja, dann haben wir auch nicht so viel Stress da vor Ort. Deswegen nehmt auf jeden Fall das. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal schnell runter und dann tun wir hier mal schön den Boden entsprechend ausheben. Und packen hier unseren neuen Endstone hin. Da haben wir sogar ein bisschen was übrig. Wunderbar. Ja, es reicht auch leider noch nicht ganz mit den Enderlilies, um da einmal komplett drum rum zu kommen. Aber macht nichts, denn wir werden ja hier dann auch einen entsprechenden Planter hinsetzen. Ja, das machen wir da natürlich alles noch. Hier hinten natürlich auch hier mit Kaktus und so weiter. Da haben wir jede Menge Platz mittlerweile. Und ich würde jetzt nur gerne mal hier schon mal draufpacken, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oben wieder. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe euch in der letzten Folge ja schon gezeigt, dass wir hier hinten unsere String Farm aufbauen wollen. Und da seht ihr schon, das sind jede Menge neue, ja, Maschinen in Anführungsstrichen. Und zwar sogenannte Block Placer. Und da würde ich jetzt gerne mit euch noch einen bauen, denn einer fehlt noch. Ja, dann haben wir den. Und was auch noch fehlt, denn unser guter Peabody, der ist zwar jetzt aktuell aufgeladen, aber er verbraucht natürlich Strom. Sobald er läuft, sobald er irgendwas macht, verbraucht er Strom. Und wenn der mal weg ist, dann bleibt er einfach stehen und ja, geht aus. Und dann war es das erstmal. Deswegen werden wir heute auch noch einen Charger bauen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Open Computers. Der Charger. Und zwar, ja, haben wir eigentlich auch schon alles gesehen. Was jetzt hier neu ist, ist noch der Capacitor. Da brauchen wir 2 Stück, aber auch dafür die Komponenten sind überschaubar. Da machen wir 2 und dann können wir den Charger bauen. Ihr seht auch hier, ich habe jede neben unserem Peabody, ich habe den Wilson einfach mal hier auf Seite gepackt. Ich habe ihn mit dabei, keine Sorge. Aber wenn wir jetzt nachher hier drüben dann entsprechend aufbauen, dann steht er auch gern mal im Weg. Ja, und das wollen wir jetzt erstmal vermeiden. Ich habe hier Shears schon mal mit dabei, weil natürlich unser Peabody entsprechend natürlich die Strings farmen soll. Und da braucht er Scheren für. Ich habe hier noch einen Leather. Den brauchen wir für den Charger, weil den kann man nicht einfach nur anschließen, sondern den muss man leider auch hier mit dem Ding einschalten. Ihr könnt natürlich auch einen Block of Redstone oder so irgendwie drunter packen, geht auch. Und natürlich hier noch ein bisschen Betriebssystem für unseren Peabody, das werden wir gleich mal installieren. Und noch ein paar Leaves. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rüber. Ihr seht hier schon, das ist entsprechend hier schon fertig. Und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal den Block Placer dorthin. Eine Leaf lassen wir hier. Und dann bereite ich den mal genauso vor, wie ich das bei dem Rest gemacht habe. Ja, wenn wir hier reinschauen, wir haben überall einen Stack oder einen Platz für einen Stack für befallene Leaves, Infested Leaves. Und den Rest habe ich hier mit Moon Rock aufgefüllt. Einfach aus dem Grund, wenn unser guter Peabody hier entlang läuft, ich kann ja hier schon mal drücken,
zack, ja, dann kommen die hier raus. Wenn die infiziert sind komplett oder befallen sind, dann soll der hier ja loslaufen. Das heißt, der farmt das hier ab, bekommt Strings und der bekommt auch jede Menge neue Leaves wieder mit raus. Und der packt es dann alles hier in die Kiste. Das kommt dann hier raus und soll natürlich auch wieder hier die Blockplacer entsprechend auffüllen. Und das Problem ist einfach, wenn hier sonst nichts drinnen ist, macht er erstmal den ersten Blockplacer voll oder er versucht es. Das heißt, die anderen bekommen eine ganze Weile nichts ab und irgendwann sind die halt leer. Und um das zu vermeiden, weil ein Stack reicht uns hier vollkommen, im Gegenteil, das, was dann übrig ist, kann er gerne dann in unser Sortiersystem hinten reinwerfen. Deswegen ist auch hier diese Chest verbunden mit dem Sortiersystem. Seht ihr hier unten, das geht hier einmal quer durch bis hier rüber. Das heißt, alles, was er hier reinwirft, landet da drüben, ja, und das sind natürlich vor allem die Strings, aber auch die Leaves, die überflüssig sind. Alle Leaves, die ihr hier hinten oder auch alle Strings, die ihr hier hinten reinwirft, wandern hier einmal durch und füllen hier entsprechend die Dinger auf. Ja, das mit den Leaves, das dauert etwa 100 Sekunden. Dementsprechend ist auch natürlich der Roboter darauf vorbereitet und wartet, wenn er hier einmal durch ist, 100 Sekunden. Ich erkläre es euch mal ganz kurz. Wir packen den im Endeffekt hier hin, ne, kann ich ja eigentlich auch schon mal machen. Ja, er zeigt uns leider die kalte Schulter, ja, also er schaut hier in die andere Richtung, macht aber nichts. Und wenn er dann startet, schaut er erstmal, in welche Richtung er loslaufen muss. Das erkennt er anhand der Leaves, das heißt, er schaut in alle Richtungen, sind hier irgendwo Leaves. Er schaut auch hier in sein Inventar, können wir nochmal reinschauen, habe ich euch ja schon gezeigt. Ihr seht, hier so ein bisschen ist er ja auch schon gelaufen. Ja. Schaut in sein Inventar, ob er Shears hat, also eine Schere hat. Wenn nicht, dann versucht er sich die von hier unten zu holen. Ist auch hier am Sortiersystem dran, das heißt, wenn wir welche herstellen oder auch automatisch herstellen, sollten die dann hier in dem Barrel landen. Da kann er sich immer bedienen. Und er nimmt die nicht nur, sondern rüstet die auch gleich aus und nimmt sich noch eine zweite mit, denn es könnte ja passieren, dass diese Schere zwischendurch kaputt geht. Ja, und dann soll er natürlich nicht hier wieder zurücklatschen, sondern er hat eine zweite, die er dann gleich verwendet. Und wenn er das nächste Mal hier ist, holt er sich wieder eine, damit er immer quasi zwei hat. Ja, der Roboter ist auch ein Stück weit intelligent, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr seht ja hier, er schaut jetzt gerade in die Richtung. Er soll natürlich dann auch, wenn er hier unten ist, also dann können wir den vielleicht den Charger mal schnell noch hinstellen. Den schließen wir vielleicht auch nochmal schnell an. Ich will euch das auch mal kurz zeigen, weil der schaut sehr, sehr cool aus. Zumindest, wenn er dann läuft, nehmen wir hier mal den Lever. Machen den an. Ja, schaut mal hier, super cool. Leider sehen wir das nicht wirklich, denn ich will hier natürlich zumachen. Aber dann habt ihr zumindest mal gesehen, wie der aussieht. Das heißt, wenn ihr das baut, findet ihr ja vielleicht irgendwo einen anderen Platz, wo ihr den hinstellt. Weil allein optisch, finde ich, ist er schon sehr cool geworden. Genau, wie gesagt, der Roboter kommt hier runter, wirft alles in die Kiste rein und dreht sich dann im Idealfall in die Richtung und drückt auf den Knopf. Ja, jetzt kann es aber natürlich sein, weil ich habe es jetzt nicht so hart oder starr programmiert, dass er sich immer hier, wenn er da ist, dreht er sich hier einmal nach links, drückt auf den Knopf, sondern er probiert das aus. Ja? Das heißt, er dreht sich im Zweifel erstmal falsch. Ja? Er steht hier, dreht sich nach da, merkt, okay, kein Button, kein Button. Ah, hier ein Button, okay. Und er merkt sich, okay, das waren jetzt irgendwie drei Drehungen, das ist eigentlich nicht so ideal. Wahrscheinlich ist es in die andere Richtung besser. Das heißt, beim nächsten Mal weiß er, ich probiere es mal in die Richtung und finde dann sofort den Button. Und das merkt er sich. Genauso macht das hier, weil wir können leider nicht immer sagen, dreh dich nach links. Denn ja, hier würde es zwar funktionieren, aber in die Richtung natürlich nicht. Und nachdem ich den Peabody, wenn er mal aus ist oder so, hier hinstellen will oder auch vielleicht da hinstellen will zum Starten, soll er das praktisch automatisch erkennen. Genauso hier mit den Leaves. Er dreht sich im Endeffekt hier einmal im Kreis und erkennt, Mensch, das war jetzt vielleicht nicht so ideal, beim nächsten Mal drehe ich mich lieber in die andere Richtung, geht schneller und auch das merkt er sich. Das heißt, spätestens nachdem er hier einmal hoch und runter ist, hat er die ideale, ich sag mal, Richtung, die er nehmen muss, um entsprechend schnell an den Button zu kommen und an die Leaves. Ja, soweit. Hier unten ist natürlich, wie das denn wieder Loks drunter, ist wahrscheinlich hier nicht so wichtig, weil das Decay ist hier relativ langsam. Ja, das heißt, sobald die hier fertig sind, fängt er ja auch schon an, die abzuräumen. Aber ja, ich dachte, das passt ja eigentlich ganz gut. Würde wohl auch funktionieren, wenn die nicht drunter sind.
Aber vielleicht ist er ja mal eine Weile irgendwie offline oder keine Ahnung. Wir haben vielleicht ein Stromproblem und er merkt es dann auch irgendwann. Und dann würden die zumindest nicht decayen, sondern würden hier auf diesen Logs entsprechend draufbleiben. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal hier rein. Und zwar, er ist ja momentan noch aus und wenn wir ihn starten, wisst ihr, hat er erstmal ein Problem, denn er hat kein Betriebssystem. Das geben wir ihm hier auf Diskette und starten ihn. Ja, und da seht ihr hier schon, das bootet hier ja so hoch wie so ein Unix-System, finde ich super cool gemacht. Ja, also nicht einfach nur zack an, sondern wirklich, ja, man hört sogar die Diskette. Ich hoffe, ihr hört es auch. Ist, glaube ich, ein bisschen leise für euch. Aber es hört sich echt original an. Würde mich interessieren, ob die da wirklich das Mikrofon neben ein altes Diskettenlaufwerk gehalten haben für den Sound. Und dann seht ihr hier, sind wir hier im Endeffekt in der Shell des Betriebssystems OpenOS. Und da könnt ihr, wenn ihr euch so, ich sag mal, ein Stück weit auskennt, so die bekannten Befehle, auch die lädt er dann interessanterweise von der Diskette. Mal schauen. Ja, nee, macht er. Er schaut natürlich jetzt auf der Diskette auch. Wir gehen mal hier eins hoch, ein Verzeichnis. Und da seht ihr, haben wir natürlich ein paar Verzeichnisse. Und was wir als allererstes machen sollten, ist das Betriebssystem installieren. Und dazu gebt ihr einfach Install ein und drückt die Enter-Taste. Ja, dann fragt er, wohin soll das installieren? Da wählen wir 1 und sagen, jo, macht es. Und jetzt seht ihr, er kopiert jetzt hier wirklich die einzelnen, seht ihr auch schon hier Lua. Ja, das ist ja hier die Programmiersprache, die in der wir auch dann letzten Endes den Roboter programmieren werden. Und auch bei dem Betriebssystem ist natürlich hier alles entsprechend in Lua gehalten. Das heißt, ihr könnt teilweise auch dann in die Dateien rein vielleicht irgendwas anpassen, was euch nicht so passt, was vielleicht anders sein soll. Vielleicht, dass er zum Beispiel, sobald er startet, automatisch irgendein Programm ausführt. Das würde er nämlich jetzt erstmal noch nicht machen. Er ist jetzt auf jeden Fall durch. Ihr seht ja auch die ganzen Man-Pages. Das sind im Endeffekt so Hilfedateien, ja, die er hier anlegt, beziehungsweise irgendwie wahrscheinlich hier verlinkt auf eine andere Datei. Wir können auf jeden Fall jetzt die Diskette rausnehmen, die können wir für andere Roboter dann wieder verwenden. Und jetzt sagen wir ihm hier einfach mal Yes, Reboot Now, bitte starte neu. Und es ist jetzt ein Tick leiser, weil er lädt jetzt das Ganze von der Festplatte, die er eingebaut hat. Und die Diskette braucht er nicht mehr. Es geht natürlich auch ein Stück schneller, ist ganz klar. Und ja, wir sind wieder hier im Ausgangszustand, das heißt, der Roboter ist an und er verbraucht natürlich jetzt auch schon Strom. Und wir wollen jetzt, also wir könnten jetzt hier einfach Edit eingeben und irgendwie unser Programm schreiben, würde ich euch aber nicht empfehlen, denn erstens ist hier der Bildschirm zu klein, das macht also nicht viel Spaß. Wenn, baut euch wirklich einen Computer, einen richtigen Computer hier in Minecraft mit einem großen Bildschirm, möglichst auch ein höheres Tier, ja, also zumindest vom Monitor und von der Grafikkarte, weil dann habt ihr erstens verschiedene Farben, ihr habt eine höhere Auflösung, habt hier auch mehr Platz zum Schreiben. Generell würde ich euch aber empfehlen, komplexere Programme eher wirklich extern zu schreiben und da könnt ihr einfach ja, Notepad von Windows oder so hernehmen. Das ist natürlich nicht so schön, da würde ich eher dann vielleicht Programmers Notepad zum Beispiel empfehlen. Da könnt ihr nämlich dann auch sagen, hier meine Programmiersprache oder mein Text ist in Lua und dann tut ihr auch so ein bisschen die Sachen hervorheben, also wirklich schön und da habt ihr es dann auf jeden Fall ein Stück weit einfacher. Was wir allerdings heute machen, wir schreiben nicht das Programm komplett neu, denn das habe ich schon getan, sondern wir laden uns das auf den kleinen Roboter. Deswegen haben wir ja auch hier die Internetkarte, ja, und das Interweb ja eingebaut. Und das ist im Endeffekt kein Fake, hier irgendwie so ein Minecraft-Internet, sondern hiermit haben wir wirklich Zugriff auf das richtige Internet. Das heißt, ihr könnt hier wirklich Seiten runterladen, die im normalen Internet sind. Und damit hat man natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja, also wir können zum Beispiel, weiß ich nicht, wirklich so Internet of Things mäßig. Man könnte sagen, man stellt hier irgendwie auf dem Server einen Computer hin mit irgendwelchen Schaltern und wenn man den Schalter drückt, geht wirklich bei euch zu Hause das Licht an oder aus. Ja, ich meine, gut, wenn dann andere Leute auf dem Server sind, ist vielleicht nicht so gut. Aber das würde funktionieren, weil ihr habt hier wirklich direkt die Verbindung ins Internet und dazu muss das Ganze nicht mal auf dem Server sein, das ist auch bei euch zu Hause, wenn ihr dieses Modpack spielt, da ist standardmäßig eingestellt, dass die Internetkarte hier auch wirklich ins Internet kann, ja, vorausgesetzt ihr habt Internet, aber da gehe ich mal von aus und damit könnt ihr quasi, ja, Dinge im Internet euch, wir können auch vielleicht einen Wetterbericht irgendwie holen und irgendwo hin zeigen, auf irgendein Schild schreiben lassen von einem Roboter, ja, für eure Gegend, also im Endeffekt unbegrenzte Möglichkeiten und was wir heute hier machen, wir werden
Das Skript letzten Endes ist ja eine Art Skriptsprache hier, das Lua, werden wir von pastebin.com runterladen. Dort habe ich einen Account angelegt, habe dort das Programm hochgeladen und von da aus habt ihr nämlich dann die Möglichkeit, ganz einfach das auf euren Roboter runterzuladen. Und das machen wir jetzt zusammen. Vorher würde ich euch allerdings ganz kurz das Programm erklären, wie das hier mit dem Roboter funktioniert, ja, dass er sich da entscheidet und dann links und rechts dreht, habe ich euch ja schon gesagt. Und jetzt schauen wir es uns einfach kurz noch im Programmcode an. So, und da sind wir auch schon auf pastebin.com. Ich habe Pastebin gewählt, weil erstens, man kann theoretisch hier auch einen kostenlosen Account machen. Ich habe jetzt mir einen Pro-Account geschossen. Das Coole ist, man zahlt da nur einmal und hat irgendwie Lifetime irgendwie seinen Account. Außer, ich meine, Lifetime wahrscheinlich auch, wenn Pastebin morgen pleite ist oder weg ist, dann war es das natürlich auch mit Lifetime. Aber ansonsten, glaube ich, ist das nicht verkehrt. Ich gehe davon aus, dass ich noch weitere Skripte hier dann auch hochladen werde für euch. Und deswegen hier den Pro-Account. Wie gesagt, ihr braucht davon überhaupt nichts, denn was ihr eigentlich nur braucht, ist hier oben dieser Link auf genau dieses Paste, was ich da hochgeladen habe, auf dieses Programm, weil das wollen wir dann später runterladen. Das heißt, ihr braucht hier auch keinen Account und nichts. Ja, nur mal so nebenbei. Ich erkläre euch kurz das Programm. Ihr seht hier, das Programm ist etwas länger geworden. Wenn ich mal hier nach unten fahre, sind wir bei 239 Zeilen Code. Das meiste davon ist relativ simpel und eigentlich auch, ich sag mal, schon auch eigentlich straightforward. Das heißt eigentlich relativ klein gehalten. Das Einzige, was ein bisschen länger ist und was man vielleicht hier auch ein bisschen optimaler noch machen könnte, ich habe das irgendwie an einem Abend einfach mal runtergeschrieben und ausprobiert, ist vor allem diese Logik, dass er sich entscheidet, in welche Richtung er sich dreht. Wenn man das weglässt, ist das Programm gleich nur noch halb so lang. Aber es soll ja nicht euer Problem sein, ihr müsst es ja nicht neu schreiben, ihr könnt es ja euch wirklich runterladen. An dieser Stelle übrigens, wenn ihr euch mit Lua auskennt und irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, immer rein in die Kommentare oder mir per Mail oder sonst irgendwie, immer gerne. Würde auch gerne sehen, wenn ihr was Eigenes kreiert, würde ich dann auch gerne zeigen, ja, wenn da irgendwie was Cooles dabei ist, auf jeden Fall. Immer rein in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einfach mal kurz das Programm an. Ich werde es nicht im Detail erklären, weil das soll jetzt hier kein Lua-Programmier-Workshop werden, aber damit ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, um was es hier geht, auch wenn ihr vielleicht mit Lua euch noch nicht auskennt. Ich muss gestehen, Lua ist auch für mich das erste Mal, dass ich das programmiere. Insofern seht es mir nach, wenn irgendwo vielleicht jetzt so alteingesessene Lua-Programmierer so, oh Mensch, das kann man doch kürzer schreiben und hier so ein Span. Das war wirklich, ich habe dieses Buch in Minecraft gesehen, dachte mir, Mensch, Open Computers und jetzt schaue ich es mir mal an. Und das Ganze ist an einem Abend entstanden, also von wirklich null Wissen über die Mod. Ich habe mir ein, zwei Videos angeschaut, dann ein, zwei Dokus hier durchgelesen und dabei ist dann dieses Programm entstanden. Also seht es mir nach, wenn es nicht perfekt ist. Ja, Anmerkungen immer gerne. So, wir fangen einfach mal an. An sich definieren wir hier am Anfang erstmal ein paar Variablen, denn auf die werden wir später zugreifen wollen. Denn das, hier einmal den Roboter selber, ja, weil wir da natürlich verschiedene Funktionen aufrufen wollen, wie geh nach vorne, mach irgendwas, dreh dich rum und so weiter. Dann brauchen wir eine direkt vom Betriebssystem und zwar genau an einer Stelle, nämlich wenn er schlafen soll. Ja, da gibt es nämlich einen Betriebssystembefehl, deswegen heißt es hier Require OS, ja, Operating System, und da können wir dann quasi so ein Sleep ausführen und ihn diese 100 Sekunden schlafen lassen. Das dritte, was wir hier noch brauchen, ist Component, denn wir wollen natürlich auch, dass er mit den Komponenten, die in ihn eingebaut sind, so ein bisschen interagieren kann und vor allem dann auch die Slots austauschen kann und die Tools austauschen und so weiter. Deswegen ist hier Component noch mit drin. Hier ist die Wait Time definiert, wie gesagt, diese 100 Sekunden, wo er dann warten soll. Und hier noch ein paar weitere Variablen. Und zwar brauche ich ein, zwei Slots. Er hat ja, glaube ich, 16 Stück. Und ein, zwei brauche ich wirklich hier für Maintenance-Arbeiten. Ja? Das heißt, er muss ja zum Beispiel seine Schere tauschen können. Ja? Zum Beispiel, um zu schauen, wie gut ist denn die Schere noch, nimmt er die quasi kurz aus der Hand, schaut sie sich an und packt sie wieder zurück. Ja? Das heißt, dafür ist dieser Slot. Und da habe ich einfach gesagt, hier, Robot, gib mir mal deine Größe des Inventories. Ja, das ist dann 16. Das heißt, hier der Slot 16 ist dafür reserviert. Dann will ich ja noch eine zweite Schere mitnehmen. Ja, das soll auch ein eigener Slot sein, wo die natürlich unterkommt. Und das wäre dann quasi der gleiche Slot minus 1, das heißt 15.
Dann brauche ich noch zwei, das sind eigentlich beides Compare-Slots. Ja, Compare heißt in dem Fall hier vergleichen. Und das Problem ist, er kann nicht wirklich direkt einen Button erkennen, zumindest meines Wissens nach nicht. Vielleicht gibt es ja da eine coolere Möglichkeit, aber ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe einfach einen Button dabei und ein Leaf und er vergleicht dann einfach, wenn er sich gedreht hat, oh, bist du vor mir ein Leaf? Wenn ja, super, ich stehe richtig. Oder dann halt, wenn er einen Button drücken soll, bist du ein Button. Ja, und wenn da True zurückkommt oder wenn das passt, dann weiß er, er steht richtig und kann den Button drücken oder die Leaf abbauen. Ja, dementsprechend hier also 16, 15, 14, 13, das sind die Slots, die wir hier brauchen. Ist aber nicht schlimm, weil der Weg ist ja nicht allzu lang. Das heißt, er kriegt sein Inventar sowieso nie voll und wirft es dann alles wieder raus. Bei Lua ist es so, dass ihr, weil ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja schon andere Dinge programmiert in anderen Programmiersprachen. Dadurch, dass das hier skriptbasiert ist, geht im Endeffekt das Programm hier einmal komplett durch. Ja, und schaut sich alles an, was es hier für Funktionen gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass man die auch in der richtigen Reihenfolge aufruft, denn diese Funktion hier zum Beispiel, getToolItem, kennt checkTool noch gar nicht. Ja, deswegen ist hier ein Problem, wenn man jetzt von hier aus das hier aufrufen würde. Deswegen, da müsst ihr ein bisschen auf die Reihenfolge achten. Und das ist auch der Hintergrund, warum unser Programm eigentlich ganz hier unten startet. Die letzte Funktion ist Startup. Die liest er aber auch erstmal nur, damit er sie kennt. Und letzten Endes ist er hier dann fertig und ruft genau einen Befehl auf. Das heißt, eigentlich läuft das alles genau hier drin ab. Er ruft Startup auf, das kennt er schon, springt hier rein und beginnt dann einfach. Er schreibt hier erstmal so ein bisschen raus, hier Starting String Farm Program, das ist einfach nur so ein bisschen Schnickschnack. Dann schläft er kurz, eine Sekunde. Und das ist hier schon die Vorbereitung auf eine zukünftige Version, denn ich will eigentlich, dass er dann in Zukunft auch gleich sein Inventory checkt. Ja, habe ich eine Schere, habe ich das Leaf, habe ich den Button vielleicht auch an der richtigen Stelle? Und wenn nicht, dass er dann eine Fehlermeldung rauswirft. Das heißt, momentan schreibt er nur raus, dass er sein Inventory checkt, also sein Inventar. Er macht es aber nicht. Ja, also das ist hier so ein Platzhalter ein bisschen. Dann ist er fertig und letzten Endes, das Programm läuft komplett hier in dieser Schleife ab. Ja, das heißt hier while true, ja, das bleibt immer true, also immer wahr. Solange das hier wahr ist und das wird sich niemals ändern, läuft er immer hier im Kreis. Das heißt, er beginnt mit check direction. Ja, er schaut praktisch, in welche Richtung muss ich dann loslegen. Dann beginnt er, wenn er das geschafft hat, beginnt er mit der Arbeit. Das heißt, er farmt die ganzen Leaves ab und bekommt die Strings und alles. Dann ist er ja irgendwann am Ende dieser Line und wirft alles in die Kiste. Danach dreht er sich rum, drückt den Button und dann rest, dann schläft er einfach diese 100 Sekunden. Und wenn das fertig ist, dann prüft er wieder, ach, in welche Richtung muss ich ihn loslegen. Dann beginnt er wieder mit der Arbeit und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich alles, was er tut und die einzelnen Methoden, die sind hier, wie gesagt, hier oben oder Funktionen sind hier oben definiert. Und ich will mir jetzt nicht alle im Detail mit euch anschauen, weil sonst haben wir hier wirklich einen Lua-Workshop. Wenn ihr Fragen zu Lua habt, die ich beantworten kann, immer gerne. Wenn ihr Programme habt, wo ihr vielleicht ein Problem mit habt, wo irgendwas nicht funktioniert, auch immer gerne. Ich tue mein Möglichstes, das mit euch dann hinzubekommen. An sich ist es so, dass vor allem, wie gesagt, dieses Check Direction und finde den Button, das macht halt sehr, sehr viel aus, weil er im Endeffekt immer wieder prüfen muss, in welche Richtung fahre ich denn auch gerade, weil er muss es sich ja für beide Richtungen merken. Und dann zählt er mit, wie oft er sich gedreht hat. Und wenn das kleiner 3 ist, dann schaut es erstmal gut aus und dann merkt er sich das. Ja, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt mit dem Drehen nach links und rechts, dass er sich das erlernt. Bei Press Button ist genau das Gleiche, deswegen ist da der Code, eigentlich müsst ihr nur hin, sich drehen und den Button drücken. Es sind zwei Zeilen wahrscheinlich nur, aber diese ganze Geschichte hier, dass er erkennt, in welche Richtung. Er schreibt natürlich dann auch raus, dass er die Richtung praktisch hier, Search Direction praktisch hier geändert hat, wenn er der Meinung ist, das geht schneller. Und ansonsten, Check Tool, das ist auch noch nicht so spannend. Drop All ist eigentlich auch easy. Da haben wir keine While-Schleife, sondern eine Vorschleife. Das heißt, hier wissen wir ja, wie weit er schauen soll, weil er soll natürlich nicht, wenn er alles in die Kiste wirft, auch seine Schere mit wegwerfen. Ja? Deswegen geht es hier maximal von 1 bis zum Button-Slot minus 1.
Ja, also den soll er ja eben nicht mehr nehmen. Und dann nimmt er einfach, selektiert im Inventar dieses Feld und wirft es in die Kiste. Wenn da keine Kiste steht, das prüfe ich aktuell übrigens noch nicht, dann würde er es halt einfach so hinwerfen. Das heißt, nicht die Kiste wegmachen, sonst habt ihr da irgendwann einen Berg von Leaves und Strings und so weiter. Und wahrscheinlich funktioniert es irgendwann nicht mehr, weil natürlich die Leaves ausgehen. Und wenn er damit fertig ist, also er geht hier wirklich durch jedes Feld durch, das seht er dann auch, wenn er läuft, und wirft das alles raus. Und zum Schluss selektiert er wieder Feld 1. Dann, vielleicht noch, ja, die Do Work, also das hier, das Rest ist auch nur ein bisschen aufgebläht, weil er hier immer mal wieder auch rausschreiben soll, wie viele Sekunden er noch warten muss. Ansonsten könnte man einfach hier sagen, oh, es lieb, und diese 100, das würde auch funktionieren. Ja, dann ist er einfach, wartet er einfach 100, so hat er so mehrere kurze Zyklen und kann zwischendurch immer mal wieder rausschreiben, wie lange es noch dauert. Und dann, wenn er fertig ist, sagt er hier auch, ja, good morning little schoolgirl, new day, another chance. Und dann geht's wieder los. Und Do Work, würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht auch noch ganz kurz an zum Abschluss. Da ist im Endeffekt so, er schaut erstmal auch wieder in so einer While-Schleife, die quasi so lange läuft, bis Have Work, also habe ich hier was zu tun, wahr ist. Ja? Das heißt, als erstes prüft er sein Tool, ist das Ding noch in Ordnung? Dann schaut er im Endeffekt Select Compare Slot, er vergleicht, ist da vor mir ein Leaf? Ja? Wenn dem so ist, das macht er dann hier, dann hat er was zu tun. Er selektiert wieder den Platz 1, ja? Weil den hat er unter Umständen geändert, also hier an der Stelle zumindest geändert. Und ja, wenn er was zu tun hat, dann sagen wir hier ihm einfach Robot Swing. Dann nimmt er die Schere und haut quasi mal nach vorne. Geht dann eins nach vorne, Robot Forward. Und ist dann hier eigentlich schon fertig. Und dann geht es hier wieder los. Er schaut wieder, ist da ein String und so weiter. Und wenn irgendwann nichts mehr für ihn da ist, dann geht er nur eins nach vorne und sagt, okay, Do Work ist hier fertig. Ich habe nichts mehr zu arbeiten. Geh bitte zurück, und dann wäre das nächste hier unten, dass er dann automatisch nach Do Work alles in die Kiste wirft. Also an sich nichts Weltbewegendes, auch ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, sehr, sehr leicht und schnell eigentlich auch zu programmieren. Es ist halt leider viel Text und ich sag mal, das Debugging, ja, also wenn ihr hier irgendwo einen Fehler habt, wenn ihr hier Left falsch geschrieben habt, ist es halt immer ein bisschen aufwendig, weil ja, ihr spielt es auf den Roboter, dann läuft der. Vielleicht ist es ja wirklich erst irgendwie ganz zum Schluss auf dem Rückwärtsweg, dass irgendwas, das heißt, ihr müsst immer wieder warten. Ja, das ist eigentlich das, wo es am längsten dauert. Ich denke, wenn man das ein oder andere Programm mal geschrieben hat, wird man sich da auch leichter tun. Und ja, ich würde sagen, wir bestücken jetzt mal unseren Freund damit. Ich kopiere mir mal hier oben praktisch, welches Paste das ist. Also ihr braucht auch nur das hier. So, wir sind hier wieder zurück. Und das Coole ist nämlich, und deswegen habe ich auch Pastebin gewählt, es gibt hier einen Pastebin-Befehl, der genau das machen kann. Der kann mit Put Pastes, die ihr geschrieben habt, auf dem Roboter hochladen auf dieser Homepage, und er kann sie auch runterladen. Anscheinend kann man sie auch mit Run direkt ausführen, das habe ich noch nicht gemacht. Dann lädt er es wahrscheinlich runter und startet es einfach. Was wir machen, wir wollen natürlich Get, wir wollen uns das Programm holen. Das heißt, ich sage hier Get. Sag ihm noch, welches Paste das ist. Und zwar einfügen, nicht wundern, ist nicht Steuerung C, sondern einfach die Einfügen-Taste. Das musste ich auch erstmal nachlesen. Ich habe mir schon gedacht, oh Gott, das geht gar nicht, weil das wäre anstrengend. Und dann sagen wir ihm einfach noch, wie das Programm bei uns auf der Festplatte vom Roboter heißen soll. Und das nenne ich jetzt einfach mal String Farm. Und würde auch jetzt hier die Endung Lua anhängen, dann weiß man auch gleich Bescheid, es ist ja ein Lua-Programm. Und dann machen wir das einfach mal. So, fertig. Ist schon runtergeladen und abgelegt. Das heißt, wenn wir hier mit ls mal reinschauen, haben wir String Farm Lua. Und damit das Ganze funktioniert, habe ich euch ja schon gezeigt, brauchen wir hier noch ein bisschen Vorbereitung. Ich gebe ihm auf jeden Fall mal eine der Shears hier in die Hand. Die zweite können wir ihm eigentlich auch geben. Die hatte ich hier noch übrig. Ihr seht, die wurden schon verwendet und ich werde sie hoffentlich nicht mehr brauchen. Deswegen kann er die gleich mal verwenden. Dann packen wir hier an die Stelle, das ist ganz wichtig, dass das hier ist, und der Button hier einmal die Leaves, ja, da müssen wir uns eins aufheben, und hier den Button, wie gesagt, das ist das Ganze zum Vergleichen. Was hier noch offen ist, Diskette brauchen wir nicht mehr, weil das Betriebssystem ja schon auf der Festplatte ist, und diese Upgrade-Slots, da habe ich übrigens gesehen, ich habe den falschen gebaut. Es ist zwar nicht wild, aber ich habe ein Tier 1 gebaut, warum auch immer. Wir hätten hier natürlich auch Tier 2 bauen können.
Ist nicht so wild. Wahrscheinlich werde ich den sowieso nicht aufrüsten, ja, weil er wahrscheinlich hier auf Dauer die Strings farmen wird. Tut mir auch leid, ja, der gute Peabody. Das wird einfach seine Lebensaufgabe werden, befürchte ich. Und insofern ist es nicht so schlimm. Ja, dann würde ich sagen, bin gerade so am Überlegen, haben wir alles? Eigentlich schon. Würde ich sagen, starten wir mal das Programm. String Farm Lua. Und jetzt seht ihr, Starting Program, Warm-up finished. Und er legt los. Ja, wenn wir hier mal reinschauen. Er farmt hier und ihr seht, er springt hier immer wieder durch. Jetzt muss ich nur weitergehen, weil irgendwann sind wir sonst hier nicht mehr im Fokus. Und jetzt wird er auch geladen. Wunderbar. Er hat die Sachen hier reingeworfen, die laufen hier durch. Die Strings verschwinden jetzt hier und kommen hier hinten dann raus. Und jetzt wartet er. Schauen wir mal hier. Er schaut natürlich, und das ist genau das, warum er hier immer wieder durchwechselt, weil er muss ja erkennen, die Shears sind weg. Und schreibt ihr dann auch raus, wie viel Damage diese Schere schon hat. Ja, das sind wir jetzt bei 130 von 230. Das heißt, ja, irgendwie noch 100 Mal kann er sie wahrscheinlich verwenden. Und dann ist die kaputt. Und dann nimmt er sich automatisch die. Und wenn hier nichts mehr drin ist, dann wird er sich automatisch vorne eine neue holen. Ihr seht hier Sleeping for 100 Seconds. Und dann Still Sleeping for about 90, 80, 70, 60 und so weiter. Zählt er so runter, damit man einfach immer mal wieder schauen kann, was macht er denn gerade? Ist das Programm vielleicht abgestürzt? Oder tut er wirklich noch was? Und ihr seht hier, die Leaves, die brauchen auch wirklich eine Weile. Das Gute ist, dass die befallenen Leaves relativ schnell, die sind ja schon befallen. Das heißt, es geht wirklich direkt los. Ihr könnt natürlich auch theoretisch, wenn ihr zwischendurch eine normale Leaves verwendet, das Ganze auch damit machen. Aber erstens ist es so ein bisschen random, wann die infiziert werden. Und danach geht es dann genauso schnell. Deswegen, man müsste da hier den wahrscheinlich einfach länger warten lassen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Zumal er die ja hier auch jetzt abfarmt. Ja, ihr braucht halt eine Handvoll, die sind aber ja schnell gefarmt. Und jetzt schauen wir mal, 96, er müsste hier auch fast fertig sein. 10 Sekunden wartet er noch. Jetzt schauen wir mal, wie rum er sich dreht. Ja, genau, ihr seht, er hat sich jetzt falsch rum gedreht. Jetzt schauen wir hier mal rein. Changing search for leaf direction to left. Das heißt, er hat jetzt schon erkannt, dreimal drehen war jetzt einfach ein bisschen lang. Das geht besser. Schauen wir mal, er dreht sich, er wirft hier wieder rein. Dreht sich, drückt auf den Knopf. Und ihr habt gesehen, da hat er sich jetzt auch richtig gedreht. Das heißt, die Richtung passt. In der anderen Richtung, das wird er beim nächsten Mal nicht mehr so machen, sondern entsprechend abkürzen. Ja, und das war's eigentlich. Das heißt, der läuft jetzt hier unendlich lang hin und her. Das Programm ist auf seiner Festplatte. Das heißt, selbst wenn man irgendwie der Server abstürzt oder sonst irgendwas, müsste man einfach hergehen, ihn wieder starten und das Programm einmal manuell starten. Das habe ich jetzt nicht automatisch gemacht, dass man direkt hier auf dem Button das Programm startet, weil vielleicht will man ja auch an ihn nochmal rankommen. Ihr könnt übrigens auch mit STRG ALT und C, glaube ich, das Programm abbrechen, wenn ihr daran noch was ändern wollt. Und ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Es tut mir wahnsinnig leid, ist wieder eine lange Folge geworden, aber es gab einfach zu viel zu erklären und Lua lernt sich halt auch nicht irgendwie innerhalb von einer halben Stunde. Deswegen, ja, heute nochmal eine etwas längere Folge. Ich versuche mich da zu bessern. Wenn wir natürlich zu weiteren Programmen und Drohnen und so weiter kommen, kann ich euch jetzt schon versprechen, das wird auch wieder eine längere Folge. Aber ja, mein Gott. Ihr solltet ja auch verstehen, um was es hier geht und wie ihr das vielleicht selber bei euch machen könnt. Wie gesagt, würde mich interessieren, wenn ihr das mal, diese Mod erstens vielleicht selber mal verwendet und eigene Programme schreibt, würde mich interessieren, wie euch die gefällt. Gerne, wie gesagt, auch könnt ihr mir eure Programme schicken. Dann probiere ich die aus, wenn es irgendwie was ist, was ich hier machen kann. Wenn ihr natürlich das in einer anderen Mod, in einem anderen Modpack verwendet, wo es irgendwelche Items gibt, die ich hier nicht habe, tue ich mir wahrscheinlich schwer. Aber vielleicht habt ihr ja noch gerade für den Mond eine coole Idee für irgendeine Automation, die wir sonst vielleicht so mit den Sachen, die wir hier haben, gar nicht bewerkstelligen könnten. Fände ich cool. Er legt schon wieder los. Wunderbar, würde ich sagen. Verabschiede ich mich von euch an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und Servus.